Hallo meine Lieben, und da bin ich wieder zurück. Ich habe ein bisschen Pause gemacht, aber jetzt geht es weiter. Wir haben das letzte DLC, also wir haben das DLC Harkons Fänger abgeschlossen. Erledigen jetzt noch eine Kleinigkeit auf der Karte und dann würde ich sagen, geht es in die Arbor-Wildnis. Ja. Und ich habe mich doch dazu entschieden, ich mache das so, wir werden das DLC, den Abstieg nach der eigentlichen Hauptstory halt machen, weil ich möchte, dass es das halt ist, was in den 2 Jahren passiert ist. Ich möchte sie äußerlich ein bisschen verändern und danach, so kann man sagen, also es vergeht ein Jahr, dann kommt der Abstieg, dann vergeht wieder ein Jahr und dann kommt halt das DLC Eindringling. Und da sieht sie ja dann immer noch ein bisschen anders aus. Man sieht ja nicht alle Jahre gleich aus. Ja, das haben wir alles erledigt. Gesuchte Wahrung, bla bla bla. Da haben wir auch noch eins. Das mit den Beeren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch mal in die Himmelsfeste ein bisschen laufen sollten. Ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwas im Gefühl. Gibt es auch etwas, was nicht so lange dauert? Das ist Dann wollen perfekt. wir doch mal sehen. Das dauert auch nicht so lange. Perfekt. Inquisitor? Inquisitor. Dann haben wir nur noch eine. Die Halle der Bewahrung. Ich glaube, wir müssen nämlich einmal kurz nach Dakna und wir sollten auch mal nach Cullen sehen. Wegen Samson, wegen der Rüstung. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Haben die Leute uns sonst noch was anderes zu erzählen? Ich meine, wir könnten eigentlich alle mal abgehen. So ist es ja jetzt nicht, dass wir keine Zeit hätten. Ich denke, wir werden mal alle ein bisschen abgehen. Mal gucken, vielleicht haben sie uns ja noch was zu sagen. Mich wundert es, dass Sarah uns nicht mehr zu sagen hat. Hier von wegen, wenn man sich ja ganz gut mit der versteht, dann kann man ja Kekse mit der essen und all so eine Sachen. Wir fangen mit Josie an. Es ist mir ein Vergnügen. Nein. Aufeinander. Gebt ab. Die hat uns überhaupt nichts zu sagen. Das mit Dagna, das erledigen wir gleich. Ich habe schon wieder keine Einrichtung. Varric. Hallo? Ich habe gerade etwas Zeit. Was kann ich für euch tun? Ihr wollt über mich reden? Kein. Er hat nichts. Liebes. Ah. Wir und. Da. Ihr immer mit euren Fragen. Was sollen denn die Leute denken? Oh, erzählt mir vom Reich. Ich möchte euch etwas über Tevinter fragen. Ein beliebtes Thema. Möchtet ihr irgendetwas Bestimmtes wissen? Korypheus ist eine Figur aus der Geschichte Tevinters. Er war ein Magister. Ja, aber das war eine andere Zeit. Das Reich befand sich damals auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Bürgerkrieg war beendet und das Magisterium vereint. Seine Armeen verleibten sich die einzelnen Teile von Thedas wie Süßigkeiten ein. Dass die Magister die Schwarze Stadt betraten, war ein Beweis dafür, wie außergewöhnlich Tevinter geworden war. Aber wer waren sie? Das weiß niemand. Es gibt keine Aufzeichnungen über einen Magister namens Korypheus. Das alles geschah vor 1400 Jahren, bevor uns die Verderbnis beinahe ausgelöscht hätte.
Es gibt keine Aufzeichnungen. Und heute glauben die Leute beinahe, das alles wäre nur eine Legende. Zumindest habe ich das geglaubt. Wir haben Beweise, dass diese Legende überaus real ist. Aber nicht dafür, wer Korypheus ist, falls er sich daran überhaupt noch erinnert. Es gab immer wieder Familien, die behaupteten, einige dieser Magister wären von ihrem Blut. Doch das endete, als die Kirche auftauchte. Danach galt es als beschämend und diese Familien distanzierten sich von ihren Behauptungen. Alles, was wir wissen, ist, dass ein paar Männer und Frauen auf der Suche nach den alten Göttern die schwarze Stadt betraten. Doch was haben sie dort vorgefunden? Korypheus zufolge nichts und er ist der Einzige, der uns mehr erzählen könnte. Das ist alles, was ich wissen wollte. Na schön. Ich sollte gehen. Versucht nicht, irgendjemanden ohne mich zu erschlagen. Wie ich höre, habt ihr den grauen Wächtern noch eine Chance gegeben, Inquisitor. Ich frage mich, ob ich dasselbe getan hätte. Vergebung kann schwierig sein. Ich hoffe nur, der Orden weiß zu schätzen, was ihr getan habt und gibt euch keinen Grund, es irgendwann zu bereuen. Ich nehme an, mit den Magiern ist alles in Ordnung? Die meisten von uns sind erleichtert. Eine Allianz mit der Inquisition bedeutet für uns Sicherheit. Die Frage ist nur, wie lange? Ich will nicht weiter. Ach mein Gott, wir sind schon Level... Oh, ich habe ein Bildchen zusammen. Nein. Das gibt's nicht. Wo komme ich denn hier hin? Ah ja. Endlich fertig gebaut. Oh. Ich hatte erwartet, hier eine Ruine vorzufinden. Das war's auch. Aber wie ihr sehen könnt, war die Inquisition nicht untätig. Wäre es vielleicht möglich, den Herold zu treffen, bevor wir wieder nach Ghislaine zurückkehren? Für euch, mein lieber Laurent, mache ich alles möglich. Darf ich vorstellen, Inquisitor Lavellen. Ihr erweist uns eine große Ehre, euer Gnaden. Inquisitor, das ist die oberste Klerikerin Marceline, die Schwester meines lieben Bastien, und sein Sohn, Herzog Laurent, aus dem Rat der Herolde. Madame de Fer hat uns erzählt, welche gewaltigen Prüfungen ihr euch gestellt habt, in der Hoffnung, meinem armen Bruder das Leben zu retten. Der Erbauer hat meinen Vater zu sich gerufen. Es war edel von euch, ihm in seinen letzten Stunden zur Seite zu stehen. Ich wünschte, ich hätte Bastien retten können. Der Zirkel der Magie hat Bastien schon vor vielen Jahren eröffnet, dass seine Krankheit unheilbar ist. Seine Zeit war einfach gekommen. Würde es euch etwas ausmachen, in der Kapelle auf mich zu warten, meine Lieben? Der Inquisitor und ich haben noch etwas zu besprechen. Es war uns eine große Freude, euch kennenzulernen, Herold. Das war ein gewaltiger Erfolg, nicht wahr? Sie sind voller Bewunderung für euch. Ich kann nicht glauben, dass ihr ihnen von der Schneewivern erzählt habt. Selbstverständlich habe ich das, meine Liebe. Bastiens Tod war ein großer Verlust. Ein Hauch von Heldenhaftigkeit war genau das, was sie brauchten. Laurent ist ein Schatz. Er ist beinahe so fromm wie seine Tante und hat seit kurzem eine Position von gewaltiger Macht im Kaiserreich inne. Und Marceline ist eine der bedeutendsten Stimmen unter den obersten Klerikerinnen. Jetzt werden beide bei uns Rat suchen. Die Inquisition ist jetzt wahrhaftig eine Macht und es lässt sich unmöglich sagen, wie groß ihr Einfluss noch werden wird. Aber genug davon. Hier, ich habe etwas für euch. Ich habe diesen Ring bei den Formari, den größten Verzauberern in ganz Thedas, in Auftrag gegeben. Für euch. Das ist ein großzügiges Geschenk. Ich danke euch, Vivien. Es gab eine Zeit, in der es bei den Zirkeln üblich war, für ihre engsten Freunde und Verbündeten Verzauberungen anzufertigen. Und ihr seid beides. Jetzt muss ich mich aber um meine Gäste kümmern. Auf bald, Schätzchen. Du kannst mir doch jetzt was erzählen. Steinwohl, Inquisitor.
Kennt ihr die Geschichten, die diese Fliesen darstellen sollen? Hier, Inquisitor. Ich habe ein paar Gedanken aufgeschrieben. Ich hoffe, das hilft. Du solltest mir das erzählen, ey. Ich habe keinen Bock zu lesen. Ob Vivienne uns noch was zu erzählen hat. Janas Bericht liegt auch bereit. Inquisitor, was kann ich für euch tun, Schätzchen? Was haltet ihr von... Ob Cole nun ein... Schade, dass da noch ein paar Fliesen fehlen. Ich stehe euch zu Diensten, Herren. Herren. Oh. Das ist Cullen. Oh Gott. Oh. Ah! Inquisitor? Es ist schön, euch zu sehen. Habt ihr irgendeinen... Cori, das ist keine große Überraschung. Welchen Vorteil auch immer ihr zu erlangen erhofft, wir müssen ihn un... Naja. Nichts. Wie unerfreulich. Ja, ne? Wir brauchen Räder für die Trainingspumpen. Bewegliche Ziele sind einfach besser. Hey, braucht ihr mich? Etwas in die Art? Inquisitor. Natürlich. Schön, euch zu sehen. Ach komm, noch einmal. Ich denke, wir beide sollten uns näher kennenlernen. Wie gesagt, macht erstmal reinen Tisch. Aber wenn ihr nur eine Pause von ihm braucht, vergesst es. Ich hasse halbe Sachen. Ah, wir werden sehen. Wie es aussieht. Ich danke euch. Wenn ihr das sagt. Vertraut niemals einem halben Elfen. Was? Wir unterhalten uns. Auf Bad. Ja, Cullen ist auch fertig. Schön. Jetzt gehen wir erstmal noch nach Blackwall und dann gehen wir hoch zu Cullen. Ist Krieg so? Ich habe noch an keinem teilgenommen. Fairbanks. Ich habe eben der Meisterspionin Bericht erstattet. Der Krieg in Orlais hat zu viele Leben gefordert. Ich bete dafür, dass er endgültig beendet ist. Und nach Cullen. Ach, wen soll ich denn da im Tempel mitnehmen? Ich sag ja nur, was ich gehört habe. Die Auswahl müsste mir mal abgenommen werden, ey. Ich speichere vorher, weil ich weiß, dass da auf jeden Fall mal was war mit den Mods und dem Auftrag hier.
Samson hat kein rotes Lyrium, keine Verbündeten und in Kürze auch keine Rüstung mehr. Hoffe ich. Ihr hofft es? Dagna hat mit der Arbeit an ihren Proben des roten Lyriums begonnen. Aber sie braucht genauere Informationen über die Rüstung. Wir haben in der Mine einige Befehle gefunden, in denen Maddox erwähnt wird. Ein Name, mit dem ich nicht gerechnet hätte. In Samsons Brief stand auch etwas darüber, den Platz des Gefäßes einzunehmen. Es ist vielleicht ein Rang bei den Roten Templern. Es könnte ein Titel aus dem alten Tevinter sein. Oder es ist irgendeine andere Rolle, die Korypheus Samson zugedacht hat. Und Maddox ist Teil seines Plans. Hat er gemeinsam mit euch und Samson in Kirkwall gedient? Maddox war ein Magier im Zirkel von Kirkwall. Samson hat Briefe zwischen ihm und seiner Liebsten geschmuggelt. Irgendwann wurde Samson dann geschnappt. Und das war auch der Grund, warum er aus dem Orden ausgestoßen wurde. Maddox wurde zu einem Besänftigten gemacht und tat sich in der Herstellung magischer Gegenstände hervor. Samson muss ihn gerettet haben. Ich fasse es nicht, dass Sie einen Mann nur wegen einiger Liebesbriefe zu einem Besänftigten gemacht haben. Die offizielle Anklage lautete auf Untergrabung der moralischen Integrität eines Templers. Glaub mir, Kommandantin Meredith hatte die Magier schon für deutlich geringere Vergehen mit dem Brandmal gezeichnet. Warum sollte Maddox gerettet werden müssen? Als die Magier in Kirkwall rebellierten, fanden die erbittertsten Schlachten in der Galgenburg statt. Im Zirkel selbst. Ich dachte, Maddox sei bei den Kämpfen umgekommen oder friste sein Leben auf der Straße. Ein schweres Schicksal für einen Besänftigten in Kirkwall. Samson muss ihn gefunden und bei sich aufgenommen haben. Einen Spion in Samsons Reihen zu haben, wäre für uns von unschätzbarem Wert. Denkt ihr, wir könnten Maddox auf unsere Seite ziehen? Ich weiß es nicht. Ich war den Großteil meines Lebens von Besänftigten umgeben, habe sie aber nie verstanden. Es scheint, als wäre Maddox derjenige, der Samsons Rüstung angefertigt hat und sie auch weiterhin instand hält. Die Besänftigten in Kirkwall brauchten für ihre Verzauberungen ebenso seltene wie teure Materialien. Und deren Weg könnten wir zurückverfolgen. Ich kann unsere Männer ein paar Türen eintreten lassen. Vielleicht führt uns Samsons Rüstung ja direkt zu seinem Versteck. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Das wäre vorerst alles. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Ich muss mal eben hier durch. Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen doof. Das war eigentlich so nicht geplant. Jetzt muss ich doch erstmal auf die Karte wieder zugreifen. Damit wir dann nach Dagna gehen sehen können. Ich hatte gedacht, wir sind fertig mit der Geschichte mit Samson. Ich weiß nicht, wie ich sie später beim Kampf verändern soll. Augen, Narbe. Machen wir uns an die Arbeit? Na gut, dass ich nicht Kallen gewählt hätte. Inquisitor. Kann ich jetzt mal nach Dagna sehen. Ui, ui, ui.
Jo. Und sie kennt keine Angst vor. Irgendwas, was wollte Dagmar eigentlich nochmal? Aha. Na, das hat doch gut funktioniert. Glück gehabt. Ich meine, sehr schön. Dagna, zeigt mir, was ihr könnt. So funktioniert es. Bringt mir die Set. Nur das. Okay. Wir hatten doch alles, ne? Oder? Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich im Inventar habe. Ha, der könnte auch gut zu Cassandra passen. Jetzt mal ohne Mist. Boah. Accessoire. Was haben wir denn da? Ach, wir sind da hinten, genau. 499, 511.
Zieh mal einer an. War das, das war unter Waffen, ne? Was ist denn besser? Überragend, ne? Ist besser. Verkaufen. Und dann gucken wir doch mal hier. Ich habe doch so viel gesammelt. Ja. Eigentlich hätte ich gerne, dass sie alle wieder auffüllen. Aber irgendwie geht das nicht. Okay, ich bin sowieso die Wichtigste hier. Der hat noch eine Solarsmiste. Vivien müsste. Okay. Okay.
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ich weiß nicht, wen ich mit in den Abstieg nehmen soll. Ich bin da einmal durch und hatte da, glaube ich, Cole, Solus und den Bullen dabei. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnte auch Blackwall gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn das so klappt, wie ich das will, dann ist Solus ist sowieso nicht mehr da. Und Cassandra auch nicht, weil ich hier jetzt einen Göttlichen machen will. So, Vivian kann ich nicht haben. Dorian und den Bullen hätte ich gerne dabei. Ist genauso wenig, wie ich Blackwall nicht so toll finde. Und Sarah, also sind wir doch jetzt da durch. Hätte ich mir das eine Abspeichern auch sparen können. Na, Vivian, ne. Varric, ich weiß nicht, 126. Also da macht Sarah ja schon mehr Damage, ne? Ach nee, ich hatte gar nicht den Bullen dabei. Ich hatte Solus, Cole und den Bullen dabei. So rum war das. Ja. Wenn ich mir so den Kampferfolg ansehe, dann ist der Bulle und Cole ist auch nicht schlecht. Ach, bin ich doof. Ich hätte ja jetzt auch da. Ich hätte ja jetzt auch darum gehen können. Na egal, wir müssen ja jetzt gleich eh vorher speichern und dann mache ich eh den nächsten Cut. Ja. Sarah macht nicht so viel Damage, Varric auch nicht. Vivian, Dorian, ja, das ist so. Das ist echt schwierig, ja. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß es bis jetzt nicht.